Hi, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat vom Monat November. Endlich habe ich Zeit, das Video zu drehen und euch zu zeigen, was ich alles gelesen habe im letzten Monat. Ich habe wieder mehr E-Books gelesen als normale Bücher, was ich eigentlich immer nicht verstehen kann, denn eigentlich habe ich lieber Bücher mit Seiten. Aber manchmal ist es so, weil es praktischer ist. Aber jetzt viel Spaß. Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist ein E-Book, das ich vorgestellt habe, und zwar Das Schicksal weiß schon, was es tut, von Birgit Kämmerer. Die Rezension zu diesem Buch kann ich dir gerne mal da oben verlinken auf dem i, dann kannst du da mehr zu diesem Buch erfahren, denn hier in meinem Lesemonat gibt es natürlich nur die Kurzfassung. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um zwei Menschen, die Ausgrenzung und Mobbing in ihrer Schule erfahren, dass sie was sehr Schlimmes getan haben. Ja, und jetzt müssen die beiden ein Mathematikprojekt zusammen machen, ausgerechnet. Denn der Junge hat überhaupt gar keinen Bock auf einen Partner. Aber natürlich müssen sie sich dann zusammenraufen und es entsteht bald mehr. Ja, es ist einfach ein Jugendbuch, das so locker leicht daherkam, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, weil ich einfach so ein bisschen runterkommen musste und dann habe ich es richtig gefeiert, dass es einfach so ein bisschen locker leicht war. Und der Schreibstil der Autorin ist auch voller Humor und bringt einem einfach das Leben mit dem Erwachsenwerden ein bisschen näher. Man kann es auch ganz gut als Erwachsener lesen, ist aber natürlich eher ein Jugendbuch. Das Buch bekommt von mir aber dann noch 4 von 5 Sternen. So, weiter ging es dann natürlich mit dem neuen Fizek-Buch und zwar mit Das Geschenk. Ich habe es jetzt hier verpackt. Ich habe es ja auch schon in meinem Book-Haul gezeigt und dann musste ich es unbedingt lesen. Einfach schon allein deshalb, weil ich so unglaublich viel Negatives zu diesem Buch erfahren musste, was ich bis heute nicht verstehe, warum es so viele negative Kommentare darüber zu lesen gibt. Es geht darin um den Analphabeten Milan Berg und zwar steht er eines Tages an einer Kreuzung, sieht nach rechts und dort sieht er dann, wie ein Mädchen einen Zettel an die Scheibe hält. Er kann das aber leider nicht entziffern, da er es ja nicht lesen kann, aber er merkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt und fährt dann sogar hinterher, aber dann erfährt er doch, dass die Familie ganz normal ist, allem Anschein nach zumindest. Denn bald lässt ihn dieser Fall jetzt nicht mehr los und er ist mittendrin. Einfach so. Und das fand ich extrem gut. Also es fing alles sehr, sehr, sehr gut an, hat sich dann ein kleines bisschen vielleicht in die Länge gezogen, allerdings nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, ist das langweilig. Es ist schlussendlich einfach ein anderer Fizek mal gewesen. Also es ist wieder so ein Buch, das durch Mark und Bein dringt, das dir kalt über den Rücken läuft, das auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es einfach ein Fizek-Buch, das ein bisschen anders ist, als man es von ihm gewohnt ist. Aber natürlich, Fizek probiert sehr viel aus. Fizek schreibt über ganz unterschiedliche Dinge und deswegen fand ich dieses Buch aber nicht schlecht. Ich fand es richtig gut. Die Fragezeichen in meinem Kopf wurden immer größer und größer, je weiter das ich kam beim Lesen und genau das schafft Fizek eigentlich immer. Und ich habe mich echt zwingen müssen, manchmal aufzuhören, damit ich nicht unkonzentriert werde. Denn wenn man unkonzentriert wurde bei diesem Buch, dann musste man schnell nochmal die ganze Seite von vorne lesen. Man muss also sehr viel Konzentration haben, um dieses Buch lesen zu können. Und ich denke, es war einfach die richtige Zeit auch für dieses Fizek-Buch. Das Buch bekommt von mir 5 von 5 Sternen und das mehr als verdient. Ja, und dann ging das E-Book-Fieber bei mir so richtig los und ich habe losgelegt mit ganz vielen E-Books. Als erstes habe ich gelesen Rotkäppchens Traum von Max Bento. Ich wollte das schon so ultra lange mal gelesen haben, da mich dieses Cover angesprochen hat und das Cover ist einfach so etwas, was gesagt hat, du musst mich lesen. Allerdings war ich schlussendlich von diesem Buch einfach nur enttäuscht. Es geht darin um ein Mädchen, das gefunden wird und zwar ist es so gekleidet für Rotkäppchen, also hat einen roten Regenmantel an und zwar nur den. Ja, sie hat ihr Gedächtnis verloren, aber irgendwann kriegt sie es dann wieder und es stellt sich heraus, dass sie sich immer als jemand anderes ausgegeben hat, ihr ganzes Leben lang und eigentlich ist sie eine komplett andere Person. Denn die andere Person ist nämlich verschwunden. Das Buch ist wirklich sehr, sehr gut gestartet, also es war richtig spannend. Allerdings wurde es dann ziemlich schnell langweilig, denn es hat sich immer nur um den gleichen Kreis gedreht gefühlt. Also es gab kein Vorankommen in der Geschichte. Es war langweilig und ich habe mich echt gequält durch dieses Buch. Dadurch, dass aber der Schreibstil von Max ziemlich angenehm war, ging es eigentlich ganz gut, dann doch ein bisschen weiterzulesen. Aber ich glaube, Max Bento hat es echt nicht geschafft, mich zu begeistern. Leider Gottes bekommt dieses Buch von mir deshalb nur einen einzigen Stern.
Das Buch war das Flop-Buch von dem Monat November. Leider ging es dann weiter mit einem Flop, und zwar mit Die Bestimmung des Bösen von Julia Corby. Das Buch ist der erste Band rund um Howl und Hellstein. Ich fand den dritten Band Nadelherz ja so gut, dass ich unbedingt auch den ersten lesen musste. Hätte ich es mal nicht getan, dann hätte ich den ersten vor dem dritten gelesen, wäre Julia Corbin sowas von unten durch bei mir und ich hätte nie mehr im Leben weitergelesen mit dieser Reihe. Denn der erste Band war sehr, sehr langweilig. Es geht darin ein bisschen um die Vergangenheit von Alexis, denn sie wurde von ihren Eltern immer mal belogen. Denn ihre Eltern waren Mörder, und zwar Serienmörder. Sie starben dann in einem Kugelhagel und sie wurde dann adoptiert. Und das lässt sie immer noch nicht los und 23 Jahre später passiert es dann wieder. Und zwar passiert Folgendes, es werden Anemonen gefunden bei Leichen und das war immer das Zeichen ihrer Eltern, als sie jemanden umgebracht haben. Und das geht dann Alexis natürlich nahe und sie muss unbedingt ermitteln, auch wenn sie das natürlich nicht sollte. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war komplett nicht spannend. Am meisten gestört hat mich in diesem Buch eigentlich, dass die Szenen im Labor so detailgetreu beschrieben wurden, dass es gefühlt nicht mehr aufgehört hat. Ich habe mich echt gelangweilt und musste mich zwingen, den E-Book-Reader in die Hand zu nehmen und weiterzulesen. Und das sollte es wirklich nicht sein. Ich war mega enttäuscht und ich glaube, ich werde nicht mehr was von Julia lesen. Das letzte Buch, das ich gelesen habe in dem Monat, war mein absoluter Favorit von dem Monat November. Ich habe mich so wohl gefühlt mit diesem Buch. Und zwar ist die Rede von Die Klamm von Reinhard Kleindl. Das ist das zweite Buch rund um die Ermittlerin Anja. Und ich habe Stein von ihm schon gelesen. Das habe ich allerdings als normales Buch hier. Und das fand ich damals schon ganz in Ordnung. Und deswegen dachte ich mir, jetzt musst du auch noch Klamm lesen. Und von dem war ich so begeistert. Es geht darin um Anja, und zwar ist sie eine ehemalige Polizistin, aber möchte natürlich immer ermitteln. Das Ermitteln steckt einfach in ihrem Blut und sie kann nicht aufhören, sich immer wieder in Fälle einzumischen. Und ihre alten Kollegen sind immer noch bei der Polizei, deswegen hat sie da immer ein offenes Ohr und darf auch meistens helfen. Sie ist auf jeden Fall eines Tages bei einem Marathon und dort begegnet sie einer Frau. Die Frau ist gekleidet wie eine Nonne und sagt, es passiert wieder. Er ist zurück. Anja kann sich anfangs gar keinen Reim darauf machen, doch dann erfährt sie, dass eine Familie entführt wurde. Und zwar wurden auch in deren Haus Ameisen gefunden. Vor ein paar Jahren passierte genau dies ebenfalls. Ja, nun kann sie nichts anders und fährt in die Klamm, denn dort ist die erste Familie damals verschwunden und auch dort waren Ameisen. Allerdings erfährt sie dort, dass der damalige Täter sich das Leben genommen hat. Aber irgendetwas kommt ihr merkwürdig an der ganzen Geschichte vor, denn das entführte Bärchen wurde genauso entführt, wie es damals war und nun ermittelt sie und bringt sich dabei selbst in Gefahr. Das war von Anfang bis zum Ende so spannend. Ich habe es echt nicht mehr weglegen können und es ging mir durch Mark und Bein manchmal. Es gab auch Sprachnotizen von dem Täter manchmal, das fand ich echt cool. Dadurch war ich zwar ziemlich schnell sicher, wer der Täter war, aber Anja hat es dann geschafft, meine ganzen Vermutungen immer mal wieder über den Haufen zu werfen, weil ich immer mit ihr mitermittelt habe. Und das Buch hat mir einfach deshalb so gut gefallen, weil ich mitermitteln durfte. Ich hatte dann recht, wer der Täter war, schlussendlich, aber das hat es nur noch spannender gemacht. Ich fand, Anja ist eine echt mutige, taffe Frau. Und jetzt hat sie zum Glück auch wieder bei der Polizei angefangen. Hoffentlich schreibt Kleindl weiter über Anja, denn Anja ist echt cool. Kleindl schreibt auch so unglaublich gut und beschreibt alles so gut, dass man den ersten Band nicht mal kennen muss. Also man kommt auch gut damit klar, wenn man mit diesem Band rund um Anja anfängt. Ja, und das war mein Lesemonat. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir eine positive Bewertung gerne. Schreib mir gerne einen Kommentar, darüber freue ich mich immer. Hier oben kannst du mich kostenlos mit einem Klick abonnieren und hier drüben verlinke ich dir nochmal zwei Videos. Bis nächste Woche. Ciao!